Wo man hinsah, zerfiel gerade irgendwas zu Asche oder stoben Stichflammen in das flackernde, mächtige Flammenmeer, den Flammenhimmel. Aaron und Talisha standen auf Glut, Asche, auf bröckliger Kohle, in knisternden Funkenzungen. Als Aaron mit dem Fuß scharrte, machte er die Entdeckung, dass die Feuer nicht zu löschen waren. Er konnte nicht das kleinste Kerzenflämmchen austreten und keinen Funken in der Luft zwischen zwei Fingern zerquetschen. Falsch! Die Feuer konnten sehr wohl löschen. Es geschah unentwegt, dass brennendes Material zerfiel und Funken erstarben. Nur er, Aaron, hatte in dieser Welt nicht die Macht, das Brennen einzudämmen. »Wie geht es dir?« fragte Talisha, während sie den Kopf in die Höhe reckte und offenkundig Ausschau nach den Gefährten hielt. »Mir ist ein bisschen warm und ich bin völlig perplex«, erwiderte Aaron, so ehrlich er konnte, denn eigentlich fehlten ihm die Worte für das, was hier unten vor sich ging. »Und dir?« setzte er nach einigen Augenblicken hinzu, kaum imstande, auf seine Begleiterin einzugehen. So sehr war er mit seinen eigenen Gefühlen und Überlegungen beschäftigt. Dabei war es von höchstem Interesse, wie ein Drache sich hier unten fühlte, oder? Schließlich waren Drachen feurige Naturen. »Zu wenig Luft«, antwortete Talisha zu seinem Erstaunen. »Unser Element ist die Luft«, fügte sie entschieden hinzu, nachdem sie Aaron kurz gemustert hatte und anscheinend hinter seinen Fehlschluss gekommen war. »Nicht das Feuer!« Aaron sah sich nun besorgt nach den anderen um. »Warum brauchten sie viel länger?« »Ich bin eine sehr gute Fliegerin«, meinte Talisha, als hätte sie abermals seine Gedanken erraten. »Kein Wunder, dass wir als Erste da sind. Meine ersten Flugversuche unternahm ich, als ich wenige Tage alt war, und Kassian legte großen Wert darauf, dass ich hervorragend fliege. Er wollte, dass ich alle möglichen Manöver lerne. Ich denke, Nelly und Mick brauchen vielleicht etwas länger.« Aaron bekundete nickend seine Zustimmung, aber innerlich versteifte er sich, als er daran dachte, wie spät Nelly mit dem Fliegen begonnen hatte. Und sie hatte nie irgendwelche Manöver geübt. Der Gedanke packte ihn mit eisigen Klauen. »Sie ist nicht vorbereitet auf das hier.« »Mick liebt den Wind«, sinnierte Talisha weiter. »Dieses Gewitter neulich hätte ihm richtig zugesagt, wenn Nelly und du nicht abgestürzt wären.« Sie lachte, während Aaron immer kälter wurde. »Ich mag lieber klare und stille Tage«, fuhr sie fort. »Und Nellina«, sie kicherte erneut, »sie hat eine Vorliebe für halsbrecherische Sturzflüge. Ich bin geübt, aber Nelly hat ein fantastisches, intuitives Talent. Sie steht auf Nervenkitzel.« Doch es waren nicht diese Worte, die Aaron schlussendlich beruhigten, sondern die Silhouette eines Drachen, der weit über ihnen auftauchte, und Micks schallende Stimme, die zu ihnen herabdrang. »Nelly, er ist hier unten! Talisha ist bei ihm!« Wenig später tauchte ein zweiter Drache auf und Aaron erkannte Nellys türkisgrünen Schuppenpanzer, der einen herrlichen Kontrast zu dem Orange des Feuerscheins abgab. Nellinas Landung strafte Talishas Lob mit Lügen.
Sie trudelte nervös durch die Flammen, stieg und sank ohne Berechnung, zuckte unbeherrscht mit dem linken Flügel und faltete schließlich ihre Schwingen zu früh über ihrem Leib zusammen, so dass sie die letzten Meter wie ein schwerer Klotz zu Boden plumpste. Ihre geweiteten Pupillen tanzten unruhig umher und aus ihren Nüstern stoben dunkelrote Fontänen. Aaron rannte auf sie zu, nur am Rande nahm er wahr, dass Mick gerade Cassian und Kim absetzte. Nelly hatte sich um gar niemanden gekümmert und schlang wild die Arme um ihren Hals. Für einen Moment berauschte er sich am unrhythmischen Schlag ihrer zwei Herzen. »Es geht dir gut«, stieß er aus. »Du hast es geschafft. Ich bin so froh, dich zu sehen.« »Ich hab dich gesucht«, rief Nelly mit hoher Stimme. »Ich muss Talisha danken. Kim ist an mir vorbeigefallen, aber zum Glück hat Mick sie dann noch geschnappt, obwohl er schon Cassian aufgefangen hatte. Und mir war so kalt. Ich dachte, du würdest sterben.« »Es ist alles gut jetzt«, sagte Aaron aus tiefstem Herzen. »Wir haben es beide geschafft. Und die anderen auch«, setzte er etwas schuldbewusst hinzu. »Mach dir keine Vorwürfe. Ich hab dich so lieb, Nelly.« Sie rieb ihre in sorgenvolle Falten geworfene Stirn an seiner Brust und er streichelte ihr mehrmals über den Kopf. Dann ließen sie voneinander ab. Nelly bedankte sich unterwürfig und mit glitzernden Augen bei Talisha, die wie eine verständnisvolle große Schwester darauf reagierte. Dann entschuldigte Nelina sich kleinlaut bei Kim und Cassian, die ein bisschen kühl wirkten, was möglicherweise auch dem Schock zuzuschreiben war. Sie winkten schließlich beide ab und beteuerten, dass sie Nelly keine Vorwürfe machten. »Ganz gesunder Egoismus«, meinte Kim und klopfte sich Staub und Asche von der Hose, was reichlich sinnlos hier unten war. »Ich denke auch immer zuerst an Mick und dann an alle anderen.« Mick quittierte die Szene mit Gelächter. Bei ihm bedankte und entschuldigte Nelina sich nicht. Stattdessen warf sie ihm einen verschmitzten Blick zu, bei dem sich Aarons Augenbrauen reflexartig zusammenzogen. Mick antwortete mit einem lässigen Zwinkern. »Sie standen sich nah«, schlussfolgerte Aaron. »So nah zumindest, dass Entschuldigungen und Dank keine große Rolle spielten. Wie nah war das? Und lag es vielleicht an den ausgetauschten Herzen? Oder an was?« Als Nellys Blick wieder ihn traf, beschloss er, sich diese unerklärliche Vertrautheit zwischen ihr und Mick nur eingebildet zu haben. Sie gehörte zu ihm, er zu ihr. Das Band zwischen ihnen war so eng und ihr Zweiergespann so perfekt und vollkommen, dass niemand dazwischen oder dazu passte. Er wusste das so sicher wie nichts sonst. Und sie wusste das auch. Davon war er überzeugt. Schließlich machten sie sich auf den Weg, den Herrscher dieser Unterwelt zu suchen. Eine Weile durchstreiften sie die Landschaft aus tobendem Feuer und fanden sich bald in einem kühleren Abschnitt wieder. Sie atmeten jetzt stille, eisige Luft ein. Ein frostiger Hauch streifte Aarons Gesicht. Der Marsch durch diese Kälte kam ihnen schier endlos vor. Jetzt herrschte ein merkwürdig flackerndes Zwielicht. Ständig blitzte und funkelte es genau da, wo man gerade nicht hinschaute. Sie durchstreiften misstrauisch diesen Nebel. Es war wie eine Schlafwandlung im Morgengrauen durch ein Trockengewitter, meinte Kim. Ob es kalt oder warm war, konnte Aaron nicht beurteilen.
Andere Sinneseindrücke ließen nicht zu, dass er seine Körpertemperatur beachtete. Besonders das ständige Blitzen. »Ich kann nicht mehr«, bekundete Cassian plötzlich. Aaron, der den Ausspruch zunächst für eine Floskel hielt, warf dem Freund einen halbherzigen Blick zu und erschrak dann. Cassians Gesicht war blass und glänzte vor Schweiß. Seine Augen blickten trocken und leer, geradeaus wie in einem Fiebertraum. »Wir haben's gleich geschafft«, sagte Aaron zuversichtlich und drückte ihm die Schulter. »Vielleicht kann Talisha dich ein Stück tragen.« Er warf Kim einen fragenden Blick zu. Warum war Cassian so geschafft? Setzte ihm dieses Nebelblitzlicht mehr zu als den anderen? Dann bemerkte Aaron, dass es Talisha ähnlich schlecht ging wie Cassian. »Wir ertragen diese Gegend nicht«, stöhnte Talisha. Daraufhin bot Mick sich an, Cassian zu tragen. Etwas schleppend ging die Wanderung weiter. Talisha stolperte ein paar Mal, was bei ihrer Größe unheimlich aussah. Aaron hatte gehofft, dass sie ihrem Ziel nah waren und dieser Abschnitt der kürzeste werden würde, doch das Gegenteil trat ein. Die Zeit zog sich in die Länge, das ständige Blitzen, das er stets aus dem Augenwinkel wahrnahm, ging ihm auf die Nerven und ein beängstigendes Gefühl bemächtigte sich mehr und mehr seines Geistes. »Irgendwas stimmt nicht«, sprach Kim das aus, was er zurückgehalten hatte. Kaum hatte sie die Worte gesagt, begriff Aaron, was möglicherweise die Ursache für das Unbehagen war. Und vor allem die Ursache dafür, dass sie sich so lange hier in der Nebellichte aufhielten. »Diese Lichter führen uns in die Irre«, sagte er. »Wir gehen im Kreis oder im Zickzack, keine Ahnung.«